So, wir machen jetzt Stringing Hacks mit der Starting Clamp. Es kann durchaus einmal passieren, dass man beim Tennisschläger bespannen die Seite zu kurz abschneidet und hat dann ein Problem, weil man ja die Zugkraft nicht mehr auf den Zugschlitten kriegt, weil die Seite ganz einfach zu kurz ist. If we have the problem that we cut the string too short, we cannot bring the pressure again on the string. And now we have to take our starting clamp to check this problem, to find the solution. Ich nehme hier jetzt die Starterklemme und mache mir nichts anderes als eine Verlängerung aus dieser Starterklemme. Dazu nehme ich her die Seite, die ich vorher aus dem Tennisschläger rausgeschnitten habe, und nehme sie jetzt ganz einfach her und habe eine Verlängerung daraus gebastelt. Man sieht, das geht jetzt aus bis zum Zugschlitten. Jetzt nehme ich das Ende der zu kurz abgeschnittenen Seite und habe jetzt die Verlängerung da gemacht. Und bei der Starting Clamp, wenn man es richtig eingibt, dann hält es auch richtig stabil. Im nächsten Schritt kann ich jetzt ganz normal die Zugkraft wieder drauf machen und habe jetzt da in dem Fall meine 26 plus 2 Kilo, wo ich mehr bespannt, habe ich da jetzt wieder drauf. Somit ist das ganze Problem gelöst. Es ist natürlich ein bisschen tricky, ein bisschen schwierig, da mit der kleinen Seite einen Knopf zu machen, aber es funktioniert tadellos. Ich bringe jetzt mit der bloßen Hand natürlich keinen großen Druck mehr auf, Zugkraft mehr auf. Jetzt nehme ich da in diesem Fall auch die Starterklemme her und ziehe den Knoten da fest. Und das war's mit diesen Hack.